Ja, hallo meine Freunde, ich bin's wieder, Morgan Schott, und ja, ich dachte, ich unterhalte mich mal wieder mit euch. Einmal natürlich wegen dem Anstehenden gerade und wegen dem Aktuellen natürlich. Zurzeit bin ich sehr viel bei The Division unterwegs von Tom Clancy. Macht übertrieben Laune das Spiel und ja, ihr seht selbst am Videomaterial, ich bringe sehr viel Content dazu. Dass da jetzt einige Sachen so ein bisschen auf der Strecke bleiben, nervt mich selber auch, hat aber folgenden Gründe, deswegen rede ich mit euch. Und zwar, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Escape from Tarkov. Da passiert jetzt leider einfach nicht so viel, dass ich großartig berichten könnte. Ich könnte natürlich auch wie andere Internetseiten einfach immer wieder dieselbe Kacke bringen. Immer wieder denselben Scheiß labern. Da habe ich ja keinen Bock drauf. Wenn wieder was Neues kommt, was wirklich Neues, dann erzähle ich es euch. Und das ist jetzt zum Beispiel mal der Fall, weil am Mittwoch jetzt, also am 18.05. startet der Alpha-Livestream von den Entwicklern von Escape from Tarkov wieder, und zwar in Deutschland von 17 bis 20 Uhr. Ja, nach Moskauer Zeit war es irgendwie 18 bis 21 Uhr, aber ihr wisst ja, Zeitverschiebung und so, ne? Einfach eine Stunde weniger. Schick. Genau, und dann hoffe ich, dass danach die Alpha losgeht, dass ich dann dazu noch wesentlich mehr sagen kann. Und natürlich bin ich sehr gespannt auf den Stream, den ich hoffentlich irgendwie miterleben kann, weil ich muss eigentlich bis 21 Uhr arbeiten. Ja, dann geht's hoffentlich bei Escape from Tarkov mal los. Ja, ich bin auch sehr erfreut, dass bei DayZ natürlich 0.60 endlich auf den Experimental-Server drauf ist. Ich habe es jetzt mittlerweile auch geschafft, auch drauf zu kommen. Und es sind halt Experimental-Server. Das einzig Dumme an der ganzen Sache ist halt, ich kann mit meinen Jungs nicht spielen. Weil mal eben schnell 5 Leute noch mit auf einen Experimental drauf zu kriegen, einfach so schnell, es klappt einfach nicht so gut, vor allen Dingen auch bei unseren Zeiten nicht so. Warte ich da oder muss ich da leider Gottes lieber auf die Stable-Server warten, dass 060 auf die Stable geht, bevor ich da, glaube ich, wieder richtig Action mit meinen Jungs liefern kann, was DayZ angeht. Ich werde natürlich trotzdem versuchen, auch auf der Experimental-Version schon mal ein bisschen Videomaterial zusammen zu klamüsern. Auf jeden Fall mal gucken, was da kommt. Ich will auf jeden Fall endlich wieder DayZ zocken, ich und meine Jungs halt. Aber erstmal am besten Experimental auf Stable, dann kann es wieder losgehen. Auf Experimental hat wohl irgendwie keiner großartig Lust. Aber ich gucke mir das Ganze natürlich an. Ich will natürlich schon vorher wissen, was ist bei 0.60 jetzt genau drinne. Die persönlichen Erfahrungen machen, wie, was und warum. Und eins muss ich ja sagen, 0.60 sieht schon mal hammergeil aus. Ich finde das neue User-Interface super. Es sieht schick aus. Es ist natürlich noch nicht ganz fertiggestellt. Das habt ihr ja sicherlich auch schon mitbekommen. Aber auf jeden Fall eine Verbesserung zu dem alten und zu dem neuen UI. Auf jeden Fall. Ja, was habe ich sonst vor die nächste Zeit? Ja, das sind erstmal die größten Projekte. Also The Division will ich natürlich weitermachen. Da muss ich gucken, inwiefern da man auch schön Videomaterial weiter liefern kann. Muss natürlich auch immer neuer Content kommen. DayZ auf jeden Fall und Escape from Tarkov, sobald ich dann endlich auch in der Lage bin, Videomaterial selber liefern zu dürfen. Ansonsten berichte ich natürlich da mal von den Neuigkeiten, die sich da so tun. Kommen wir einmal zu den Leuten, die sich vielleicht fragen, warum ich nicht streame in der letzten Zeit. Ich bin im Endeffekt umgestiegen von der Open Broadcaster Software, also von der alten, auf die neue, auf dieses OBS Studio, weil ich damit ja wohl gleichzeitig aufnehmen und im Endeffekt streamen kann mit jeweils unterschiedlichen Kilobitraten. Das heißt, dass ich im Endeffekt meinen Stream trotzdem so auf 2500 Kilobit laufen lassen kann, aber das Videomaterial aufnehme für mich auf Festplatte in wesentlich höherer Qualität, um das später auch noch bearbeiten zu können. Ja, das hat alles nicht so ganz gut geklappt. Der Stream hat gehakt, ich habe da ein paar Probleme, beziehungsweise ich habe da ein paar Versuche mit The Division gemacht. Absoluter Bullshit, was da rausgekommen ist. Ein Gehak, ein Gelegge. Boah, der hat so einen Hals gehabt, ne? Naja, auf jeden Fall habe ich mir gesagt, bis ich das nicht behoben habe, mache ich die Scheiße erstmal gerade nicht weiter. Macht ja keinen Sinn, wenn ich einen Stream online habe, den entweder keiner gucken kann, weil er buffert wie Sau, oder einmal, weil das Ding laggt wie Scheiße. Da habe ich einfach keine Lust zu, deswegen muss ich mich da nochmal ein bisschen reinfuchsen, was genau da jetzt schon wieder schief gelaufen ist. Auf meinem letzten PC lief es doch. Naja. Ja, meine Freunde, für dieses Mal soll es das wieder gewesen sein. Ich habe ein bisschen mit euch getalkt. Ich hoffe, ihr konntet ein wenig verstehen, wieso, weshalb, warum, was nicht kommt oder was gerade kommt. Wenn ihr wieder Wünsche habt oder Anregungen, lasst es mir doch einfach in den Kommentaren. Ich versuche das umzusetzen und natürlich noch auf eure offenen Fragen einzugehen. Also einfach
ab in die Kommentare unten. Und gebe ich mein Bestes. Je nachdem, wie viel da zusammenkommt, werde ich einfach direkt antworten, wie ihr es von mir eh kennt. Oder ich mache dazu nochmal ein Video, wie ihr das eben möchtet. Ansonsten, liebe Freunde, wünsche ich euch wie immer was. Kriegt die kurze Woche noch rum und dann ist wieder Wochenende. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer was. Euer Gunshot.